sun is shining on me. All praise the Most High. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Viele werden jetzt gar nicht checken, wo ich bin, aber wir sind schon in Griechenland und es ist schon Montag, wir sind am Samstag angekommen, aber ich nehme euch jetzt die ganze Woche mit und nebenbei mache ich eine Foodtour von jedem Spot, zu dem wir am Abend oder vielleicht auch zu Mittag am Strand was zum Essen bekommen. Und sonst zeige ich euch jetzt einmal kurz das Haus und nehme euch einfach jeden Tag mit. Also, los geht's! Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade Rich, ich geb dir keine Hand und wenn, brauch ich Sakrotan. Moe Rosé, Medical Weed, Bro, das ist ganz normal. Meine Nachbarn rufen Amjasan, denn sie hören nur Ram Pam Pam. Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade Rich, ich geb dir keine Hand und wenn, brauch ich Sakrotan. Okay, also kurz noch fürs Verständnis. Wir sind am Samstag angekommen um 11 Uhr am Haus und sind so um 7 Uhr in der Früh weggeflogen aus Wien. Ja, der Tag sieht eigentlich immer ziemlich gleich aus. Frühstück, Strand, Abendessen, schlafen gehen. Ja, Samstag waren wir noch am Strand am Nachmittag, nachdem wir angekommen sind. Mein rechtes Auge war schon komplett angeschwollen. Ich weiß nicht ganz wieso, ob es wegen der Bindehaut ist, Sonne oder ob ich irgendwas reinbekommen habe. Gestern hat es dann nochmal komplett wehgetan und ist halt angeschwollen geworden. Heute habe ich schon eine Sonnenbrille parat und wenn es heute nicht funktioniert, müssen wir Augentropfen kaufen gehen. Aber sollten wir hinbekommen. Also ja, wenn nicht, dann werde ich es auch überleben. Also hoffe ich einmal, sage ich einmal so. Wir fahren jetzt auf den Strand. Ich schmiere mich jetzt noch schnell ein und wir sehen uns dann am Strand wieder. Foodtour mache ich extra, das heißt, wenn ich jetzt am Strand was esse, wahrscheinlich Koa Beach, das heißt die geilen Nuggets, dann zeige ich es euch extra im nächsten Video. Also, los geht's! Hallo meine Freunde! Von Kälte her? Ja. Was ist das schlechteste? Na, so kalt ist es. Ich würde es eine 7, 6. Eine gute 6. Also bei mir wäre es dann eine 9,5. Wahrscheinlich. Okay. Nimmst du überhaupt auf? Ja. Hier ist der Countdown. Achso, okay. Achso, ultraweit, also wird das ein bisschen komisch aussehen. Oder soll ich auf den Nier, was sagst du? Was? Von der Winkel, vom Kamerawinkel. Wie meinst du? Ich kann entweder ultraweit, also ja, Fischeye-mäßig. Fischeye ist am besten. Weil es dann am lustigsten ist, wenn du wirklich an jemanden rangehst. Ja. Das, die Aufnahmen musst du mir auch schicken. Hi. Okay.
So, jetzt sind wir wieder am Haus angekommen. Jetzt gehen alle duschen und dann geht's ab zum Essen. Heute bei der Lammtante, das wird's aber in der Futur. Also, so diesmal bin ich hier im Keller beim Billardtisch. Habe ich hier meinen Bereich, dass meine Wand, damit keine Insekten reinkommen. Und hier haben wir Badezimmer. Ja. Zack. So. Und hier haben wir mein Zimmer. Ist sogar das größte Zimmer. Ja. Genau. Nur Insekten sind halt blöd, weil die halt dort von dem Eingang unten durch die Türen immer unten reinkommen. Aber bis jetzt lief alles gut. Genau. So. Und jetzt endlich mal wieder in einem Flockenbettsprung. Also, let's go. Kurz mal zur Erklärung, also der zweite Tag ist jetzt vergangen schon, wir haben jetzt auch schon Mittwoch, ich habe einfach vergessen am Dienstag zu filmen. Kurze Ausschnitte habe ich hier kurz, wir haben am Haus gechillt und dann sind wir am Abend in Pylos essen gegangen. Jetzt war Mittwoch, jetzt waren wir am Strand, haben da wieder was gegessen, Club-Sandwich und einen Toast. Das Club-Sandwich wird wieder in der Foodtour drin sein. Kann ich auch kurz einblenden. Und jetzt chillen wir jetzt wieder am Abend und dann geht's zum Italiener. Also schauen wir mal, was beim Italiener dann gibt. Sonst nichts Neues. Ich bin jetzt schon ziemlich rot, aber dafür ist es ja auch schon Mittwoch, also der vierte Tag am Strand. Also war es klar, dass ich heute bisschen röter ins Haus wieder zurückkommen. Schauen wir mal, was noch geht. Also, wir waren beim Italiener und heute ist der nächste Tag. Wir haben jetzt Donnerstag. Ich bleibe heute am Haus, weil ich einfach übertrieben rot bin. Also ich konnte zum Beispiel jetzt hier auf der rechten Seite auch nicht schlafen, weil es einfach übertrieben rot ist. Ich werde jetzt einfach den ganzen Tag so viel Aftersun wie möglich draufgeben. Immer einwirken lassen, nochmal draufgeben und so. Und dann schauen wir, ob es besser wird. Weil eigentlich ist man hier für Strand und sonst haben wir aber jetzt eh noch 1,5 Wochen, also das wird sich schon ausgehen und schauen wir mal, was heute so geht. Ich werde, glaube ich, nur drinnen liegen, ich glaube, ich werde nicht einmal ins Pool gehen heute und am Abend geht es dann zu einem neuen Restaurant, zum Elia, glaube ich, heißt das. Ja, schauen wir mal, was heute so passiert, vielleicht zeige ich noch mal ein bisschen das Haus. Ja. Und dann sehen wir uns in den, was die nächsten Tage so geht. Jo. Also hier haben wir die Küche. Und dann hier essen wir immer noch früh. Und das Wohnzimmer. Und der Blick nach draußen. Also es ist noch immer Donnerstag, wir fahren jetzt doch noch zum Coa Beach. Wie viel Uhr haben wir? 16.30 Uhr. Wir nehmen auch mit der GoPro jetzt eine Timelapse auf, wie die Fahrt ist. Und jetzt, los geht's! The man them too inconsiderate, 5-star hotel, smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright.
I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. So, ich bin jetzt wieder geduscht. Es ist noch immer Donnerstag. Wir gehen jetzt da noch zum Griechen. Wir haben es heim geschafft. 4 Tequila-Shots pro Person. Die letzte Runde ging sogar aufs Haus mal wieder. Und ja, alles locker. Und schauen wir mal, was jetzt beim Griechen am Abend so geht. Essen kommt in die Foodtour wieder. Ich hoffe, ich kann genug zusammenschneiden für die Foodtour. Ansonsten werde ich das irgendwie zusammenschneiden, dass alles in ein paar Videos reinkommt. Aber genau, war sehr cool noch die Stunde in Koa. Und schauen wir mal, ob ich morgen am Strand gehe, weil ich bin echt rot. Also am Bauch vor allem hat es mich echt stark erwischt, aber ich glaube, das wird funktionieren. Er ist auch hier am Halten. Ich will nicht mehr! Es ist so viel Wind! Aua! Mann, es macht alles einfach nur ab, Alter. Also ich pack jetzt zusammen und fahr. Ich fahr jetzt Chor. Ich bin dabei. Also heute ist Freitag, wir waren zuerst am Strand, wo man sich selbst verpflegen muss, also auch von Schirmen her und so. Aber es ging so ein Wind, dass wir dann flüchten mussten sozusagen und dann nochmal am Koa Beach gefahren sind. Da haben wir uns auch das erste Mal hingelegt, dort am Pool auf einer Couch dort und haben mal wieder ein paar Cocktails getrunken. Ich habe nur einen getrunken und ja. Koa Sunday ist auch noch am Sonntag und morgen geht's dann auch nochmal auf so eine Party in einer Bar. Ich weiß gar nicht, welche Bar das ist. Und morgen geht's auch zum Wasserfall. Sollte geplant sein für Samstag. Den schauen wir uns dann noch an. Und ich glaube, dann war es mal mit dem Vlog nach dem Wasserfall. Aber ich überlege das jetzt noch. Schauen wir uns noch morgen den Tag an, wie es am Wasserfall und so ist. Weil die anderen sind ja zum ersten Mal dort, außer Julian und ich. Und schauen mal, wie es diesmal wird. Es ist Samstag, Rapid-Trikot wieder an und nach Pylos Apotheke sind wir jetzt beim Wasserfall. Aber das Wasser ist einfach viel weniger geworden als letztes Jahr. Also es sieht nicht mehr so krass aus. Hier nochmal von diesem Jahr jetzt. Und wer es vom Intro kennt, eigentlich ist da die ganze Wand voller Wasser. Und jetzt tröpfelt es da unten einfach nur noch runter. Abi, wer hat diese gemacht? So, wir haben jetzt Montagabend. Was war jetzt gestern? Gestern war Sonntag, genau. Heute sind wir nur am Haus geblieben wieder. Gestern Koa Beach mit Party am Abend. Ein bisschen stressig zu sechst. Und morgen ist Golfspielen in der Früh. Bin ich schon gespannt, wie es wird. Bootfahren ist auch noch geplant und Samstag geht es erst wieder zurück. Also noch eine Woche, ja, okay, nicht ganz, aber fast noch eine Woche vor uns. Zusammenrechnest, ist auf 4 über dem Kopf. Okay, und er ist 17. Genau, 17. Das heißt auf 18. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Eins, 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 eins. Also Freunde, wir waren jetzt gestern golfen.
hat echt Spaß gemacht. Und dann noch am Pool am Haus gechillt, weil es dann eigentlich eh nur noch der Nachmittag war. Und heute geht es wieder am Strand, morgen ist noch Bootfahren geplant und Freitag dann auch nochmal Strand, damit wir dann noch alles gesehen haben, bevor Samstag der Rückflug ist. Heute ist Mittwoch, heute spielt auch Rapid gegen Union am Abend. Ich sag's in dem Video, weil hoffentlich kommt ein gutes Ergebnis und ich kann mich immer dafür daran erinnern. Und wenn nicht, trotzdem geiles Match. Ja, sehen werde ich wahrscheinlich nicht, nur die erste Halbzeit, glaube ich, aber egal. Futur ist auch am Aufnehmen. Ja, heute geht's wieder zum Italiener, jetzt am Mittwoch. Werde ich aber noch in der Futur auch sagen, die danach kommt, nach dem Vlog. Also, schauen wir mal, was heute geht. Ich bin super rot schon überall. Mir geht schon hier die Haut runter. Eigentlich nicht so gut, dass ich noch zum Strand gehe, aber man muss es noch irgendwie genießen, den Strand. Also machen wir mal ein paar Stunden. Wir werden wahrscheinlich hier wieder ein bisschen früher fahren. Also alles im grünen Bereich. Das war die Griechenlandreise 2023. Ein ziemlich langer Vlog. Ich habe jetzt nämlich alles fertig geschnitten und mache jetzt die Abmoderation jetzt noch. Fast, ich glaube, über 18 Minuten werden es jetzt sein mit der Abmoderation. Aber auf jeden Fall geile Erinnerungen. Ich finde auch urgeile Aufnahmen geworden. Danke an die GoPro von Patrick. Sein YouTube-Kanal ist auch in der Bio verlinkt. Geile Aufnahme einfach geworden. Ich glaube persönlich auch einer meiner Lieblingsvlogs bis jetzt. Und ich schneide auch jetzt die Foodtour zusammen. Und die kommt jetzt auch in ein oder zwei Wochen. Ich versuche so schnell wie möglich die fertig zu bekommen. Wahrscheinlich nächstes Wochenende einfach. Danke fürs Zuschauen. Falls du bis zum Ende zugeschaut hast, abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke und ciao.